Eine wohlhabende Geschäftsfrau starb am 2. November in einem der Gefängnisse, in welchem die Uiguren unter dem Vorwand der Erziehung von dem chinesischen Staat zwangsassimiliert werden. Die vorbildliche Geschäftsfrau und Wissenschaftlerin Professorin Amine Ablimit, leitende Präsidentin der Amine-Firma, verstarb, nachdem sie lange Haft und Folter der chinesischen Polizei ertrug und schließlich ihre Augen schloss. Am 3. November wurde der Leichnam ihrer Familie übergeben. Mit 6,5% Wachstumsrate im dritten Quartal hat China seit 2008 die niedrigste Wachstumsrate. Trotz Stabilisierungsversuche der chinesischen Wirtschaftsführung scheint der Fall des Nationaleinkommens unaufhaltbar. Folglich steigen stattdessen die Schulden des Landes. Die jährliche Wirtschaftskraft Chinas beträgt 12 Trillionen Dollar. Der Schuldenstand beträgt jedoch 30 Trillionen Dollar. Dieser Umstand verursacht Zweifel bei den Anlegern. In Astana, der Hauptstadt Kasachstans, tagten Präsidenten der Gemeinschaft unabhängiger Staaten. Sie unterzeichneten einen Vertrag für die Vorbereitung auf einen nuklearen Unfall und dessen gemeinsame Schadensbegrenzung. Die Zusammenarbeit der sogenannten GUS-Staaten soll auf wirtschaftlicher sowie sozialer Ebene zunehmen. Hacker veröffentlichten die privaten Nachrichten von 81.000 Facebook-Nutzern und bieten die Daten weiterer 120 Millionen Nutzer zum Verkauf an. Facebook teilte beschwichtigend mit, das Sicherheitssystem der Internetseite sei nicht geknackt worden. Der Zugriff auf die Daten sei vermutlich über fehlerhafte Browser-Einstellungen möglich gewesen. Das Unternehmen habe laut eigener Aussage Schritte eingeleitet, um die Nutzer vor weiteren Angriffen dieser Art zu schützen. In Minye, Ägypten, wurde ein Reisebus, welcher mit Pilgern zur St. Samuel-Kirche besetzt war, mit schweren Waffen attackiert. Durch den Angriff sind 7 Menschen verstorben und 14 weitere schwer verletzt. Noch bekennt sich niemand zu diesem Anschlag. Dieses Ereignis erinnert an den Anschlag von 2017, in welchem Pilger dieselbe Kirche besuchen wollten, als dann der Angriff folgte.